Ukulele. Er hat mir meinen Spruch abgenommen. So. Ja gut, wir machen erstmal das normale Level. Aber anscheinend Level 10 erstmal nicht spielen können. Gehe ich davon aus. Kommt das Förderband-Chaos. Das hört sich sehr gemein an. Aber hoffentlich geht jetzt das alles in eine Richtung. Könnte man meinen. Aber warum heißt die Alternative dann irgendwie Fadenkreuz? Und da wäre unbedingt... Hier. Federn brauchen. Holen wir uns jetzt ein paar. Das ist aktuell das Einzige, was das erhöht. Dann machen wir das so. Ich frage mich jetzt, was, wie krass es wirklich ist, weniger Checkpoints. Funktioniert schon mal nicht mehr. Das funktioniert. Oh.
hier extra viele Federn abziehen. So, ist nichts. Boah, das ist echt verwirrend. Bei sowas gab es definitiv noch nie irgendwie so Schienenplattformen, die Förderbänder sind. Oh Mann, also dieses Null-Kontrolettis, das funktioniert bei mir nicht. Ich habe echt das Gefühl, das sind gar keine. Das wird nichts. Das wird definitiv nichts. Also. Nee, da bin ich nicht fähig zu. Da wäre nämlich direkt ein Checkpoint. Das sind wahrscheinlich wirklich keine Checkpoints. Nicht weniger. Also diesen Weg, da muss ich ehrlich gesagt nicht mehr. Münze, die muss halt sein. Weit auseinander. Also, naja, vielleicht ist es einfach die Hälfte an Checkpoints. Und halt, also ich halt nicht mal bis zum zweiten Checkpoint gekommen. Ah, hier wäre einer. Also so kurz davor wahrscheinlich. Mann. Also. Ich komme nicht drum herum. Ich muss Federn irgendwann farmen. Also. Leider. Bin ich dafür zu schlecht. 25 habe ich jetzt. Damit komme ich nicht weit.
zweite Münze. Das weiß ich nicht, wo die zweite Münze ist, ehrlich gesagt. Ist auf jeden Fall nicht hier. Nicht da. Das ist dieser grüne Punkt. Säure. Gar nicht aufgefallen. Weil hier entstehen keine Punkte. Ich weiß es nicht. Ich hätte einfach runterspringen sollen. In das Loch mit. Nee. Nee, hier entstehen sie schon. Ob hier unten nichts ist? Nebel. Aber ne. Einen anderen Ort kenne ich jetzt nicht. Ich weiß es nicht. Also Nummer 2 ist ein Rätsel. Das ist keine Plattform, wo man stehen kann. Das ist designtechnisch leider auch nicht gut. Nein. Ja, die zweite Münze, die finde ich nicht. Nicht so. Definitiv nicht. Muss man irgendwie... Das ist bestimmt ein Abschied. Geht doch noch an.
Okay. Ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll. Seltsame Hitboxen. Ja, timingtechnisch ist das leider ein Horrorfall. Ich muss dann nochmal nach unten, ne? Na ja, gut, dann ist die Feder wenigstens weg. Werde ich nicht wieder verleitet, mich umzubringen. Und bleib leider bei meinem Federmangel. Leider, dass ich... Naja, gut. Einfach sterben. Dann komme ich wieder. Nein, nein! So kommt man trotzdem nicht an die Glocke. Das wäre irgendwie so. Nee. Kann man diesen Dreh-Dings gar nicht machen. Da ist schon die letzte Münze und sich die. Wie freundlich. Oh. Oh. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein.
leider nur mit den Gegnern und das krieg ich nicht hin. Das hätte wirklich nicht so schwer sein dürfen. Nee, das hätte es wirklich nicht. Aber ich denke, ich mache jetzt noch gleich mal die alternative Version. Und der ich mich hoffentlich besser anstelle. Fadenkreuz. Fangt hat sich an derselben Stelle an. Zurückspulen. Scheint tatsächlich dasselbe Level zu sein. Nur dass die Förderbänder in die andere Richtung laufen. Und die Geheimnisse natürlich anders sehen. Hier durch. Was war das? Oh Mann. Kreisfingern in die Luft sprengen könnte. Ich hätte den Checkpoint nehmen sollen. Ich hätte ihn einfach nehmen sollen.
So, jetzt bin ich ein bisschen überfragt, wie man das zeittechnisch hinkriegen soll. So. Ja. Das war ganz sicher im Moment. So. Und gespeichert. Eine Hundertstel Sekunde, dann wäre die Plattform da gewesen. Seine. Hab's gesehen. Wo ich das letztes Mal schon eine vermutet hatte. Und gespeichert. Diesmal sieht man sie auch deutlicher. Tatsächlich. Ja, weil da jetzt Förderbänder oben drauf sind. Das minimale Erhöhte macht einen riesen Unterschied. Schade, ich dachte, man könnte da so hoch. Mann. Nicht? Muss da aber so hoch. Es gibt gar keinen anderen Weg. Da gehen die eindeutig durch, diese ganzen Dinger, auf denen man steht. Aber man selber passt nicht durch. Moment.
Moment, da ist eine Feder. Das heißt, das ist definitiv ein Secret. Aber was soll das bringen? Oh nein. Das wäre der eigentliche Weg zu der Münze. Naja. Ihr wisst Bescheid. So soll man da hin. Wollt's nur noch mal zeigen. Hier fängt man noch mal von vorne an. Alles gleich, ignorieren die Federn wieder mal. Kein Grund, den nicht zu holen. Ähnlich wie bei Rayman. Eins natürlich. Mit dem Fotografen, da kann man auch so oft sich fotografieren lassen, wie man will. Aber bei Donkey Kong Country, da wird er leider nur einmal aktiviert. Geht's hier nämlich nach oben. Ja. Hier ist nichts. Nein. Ist wieder typisch hinterm Ziel. Ja.
ich dank der Gegner nicht so. Okay, nein, das hat nichts mit den Gegnern zu tun. Jetzt. Muss man aufpassen. Weil die Gegner können nämlich das Ziel auch freilegen und dann ist es zu Ende. Hat man keine Chance mehr, irgendwie was zu erkunden. Das Problem hatte ich zum Glück nicht. Das hätte noch gefehlt. Aber zumindest für diesen Käfig haben wir genügend Federn gesammelt. Ich wette, der nächste wartet nicht so lange. Er lässt nicht so lange auf sich warten und dann habe ich schon wieder einen Mangel. Es sei denn, ich kaufe mir keine Tonika mehr. Punkte! Das sind die besten. So. Oh nein! Hallo, mein Herr. Können Sie mir vielleicht helfen? Ich habe hier mit Papas Maschine gespielt und kriege sie nicht mehr zum Laufen. Können Sie das vielleicht reparieren? Sonst kriege ich nur Ärger mit Papa. Bitte! Ja. Was? Was passiert hier? Oh, mein Rohr! Diese Echse hat was kaputt gemacht und das Rohr ist hochgegangen. Warum ist das jetzt passiert? Und noch viel interessanter ist, wieso kann ich hier nicht hoch? Weil da rechts ein Eingang ist. Oh. Okay. Dann kann man jetzt doch da rein? Ja. Typischer Eingang in den Kamin. Klingt nach Geheimnissen. Okay. Noch sowas wie diese Super-Sonar. Oh, der will schon wieder Federn, das gibt's ja nicht. Ja, das ist genug, okay. Geh dorthin zurück, wo roter Stein auf grünes Gras trifft. Okay. Dort findest du einen einsamen Baum, in dessen Laub ein Geheimnis steckt. Okay. Hat das was mit Anfang der Wüste zu tun? Okay. Warte, kann man das wirklich sehen? Ich gehe noch mal kurz raus und wieder rein. Kann man das wirklich sehen? Oben am Bildschirmrand? Ja. Okay. Ich dachte jetzt, ich bin voll cool, Mann. Voll das krasse Geheimnis. Nee. Man braucht nur seine Augen aufmachen. Oh wei, hoffentlich habe ich nicht sowas Offensichtliches schon mal übersehen.
So, wo komme ich jetzt raus? Oh. Aber ich glaube, da mache ich hier im nächsten Part dann weiter. Okay, bis dann. Ciao.